Hello everyone, and welcome to our video series on Learn German Intermediate. In the previous video, you learned about three genitive prepositions, wegen, trotz, and während. In this lesson, you will be learning da compounds, that is, words like darauf, darüber, damit, etc. To practice what you learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. So, jetzt fangen wir an. Lektion 10. Die Wörter darüber, damit und so weiter heißen Pronominaladverbien oder Da-Komposita. Und hier sind erstmal ein paar Beispiele. Er hat kein Geld, aber er spricht kaum darüber. Hier ist der nächste Satz. Das ist ein schönes Kleid. Wie viel hast du dafür bezahlt? Hier ist ein weiteres Beispiel. Freust du dich auf den Urlaub? Ja, ich freue mich darauf. Und noch ein Beispiel. Erinnerst du dich an unsere Kindheit? Ja, ich erinnere mich daran. Jetzt schauen wir uns an, wie die Präpositionen mit da aussehen. Hier ist die Liste. In den meisten Fällen schreibt man ein da vor der Präposition. Aber bei manchen sieht man auch ein R. Wenn eine Präposition mit einem Vokal beginnt, dann benutzt man da plus R plus Präposition. Zum Beispiel daran, darauf, daraus und darin. Bei den anderen ist es nur da plus Präposition. Dabei, dadurch, dafür, dagegen, dahinter, damit. Und hier sind die weiteren Präpositionen. Danach, daneben, darüber, darum, darunter, davon, davor, dazu, dazwischen. Wir haben hier keine Bedeutungen auf Englisch gelistet. Dafür gibt es einen Grund. Jede Präposition zusammen mit da hat verschiedene Bedeutungen. Es kommt darauf an, in welchem Kontext man die Präposition benutzt. Also es ist wichtig, den Kontext zu verstehen. Wann benutzt man aber diese da-Wörter? Schauen wir uns an. Erstens, wenn eine Präposition zusammen mit Akkusativ- oder Dativpronomen steht, dann ersetzt da-Wort dieses Pronomen und die Präposition. Hier ist ein Beispiel. Maria interessiert sich für ein Smartphone. Interessierst du dich auch für es? Es ist Pronomen für ein Smartphone, aber dieser Satz ist komisch. So spricht man nicht. Man sagt, interessierst du dich auch dafür? Also, dafür ersetzt für ein Smartphone. Hier ist noch ein Beispiel. Ich denke immer an meine Schulzeit. Denkst du auch an sie? Weil der Satz falsch ist, geht an sie weg und ich sage, denkst du auch daran? Hier ist das nächste Beispiel. Rudi hat mit dem Rauchen aufgehört. Wann hörst du mit ihm auf? Der Satz ist falsch. Statt mit ihm benutze ich damit. Wann hörst du damit auf? So instead of using the preposition along with the pronoun, we use the preposition prefixed with da. Diese Regel gilt aber nicht, wenn wir über Personen und die meisten Tiere sprechen.
Hier ist ein Beispiel. Wir nehmen das Verb träumen mit Präposition von. Er träumt von einer Weltreise. Weltreise ist hier eine Sache. So hier kann ich ein Da-Wort nutzen. Ich träume auch davon. Aber wenn wir eine Person haben. Er träumt von Angelina Jolie. Es wäre falsch, wenn ich sage, ich träume auch davon. Besser ist, wenn ich sage, ich träume auch von ihr. Hier benutze ich ganz normal von mit Pronomen. Natürlich sehen wir noch ein Beispiel. Sprechen über. Sprechen Sie über Weltpolitik? Und die Antwort? Ja, wir sprechen darüber. Aber wenn wir eine Person haben, sprecht ihr über die neue Nachbarin? Die Antwort? Ja, wir sprechen. Darüber ist falsch. Deshalb sagen wir, ja, wir sprechen über sie. The rule is very simple. When you're talking about people, then you would not use the da word. In that case, you will have to use the preposition with the pronoun. Hier ist ein Beispiel, wenn wir über Tiere sprechen. In meisten Fällen benutzt man auch kein Da-Wort. Frau Müller, wo ist Ihr Hund? Ich habe einen Knochen für ihn. Ich kann nicht sagen, ich habe einen Knochen dafür. Da-Wörter benutzt man, wenn eine Präposition zusammen mit Pronomen steht. Was passiert bei Relativsätzen? Da haben wir auch Präposition und Relativpronomen. Hier ist das erste Beispiel. Das ist das Auto, mit dem ich zur Arbeit fahre. Auch bei Relativsätzen benutze ich keine Da-Wörter. Damit wäre hier falsch. Die Da-Wörter benutzt man auch als Korrelat. Das heißt, man benutzt die Da-Wörter für Sachverhalte, für Nebensätze, auch für Infinitivkonstruktionen und für Infinitivsätze. Wir machen ein paar Beispiele, damit wir dies besser verstehen. Hier ist der erste Satz. In der Prüfung hat er Note 1 bekommen und er ist sehr stolz darauf. Also es kann sein, dass er ist stolz auf Note 1. Es kann auch sein, er ist stolz darauf, dass er Note 1 bekommen hat. Also hier sind zwei Sätze zusammen. Das Da-Wort hier bezieht sich auf die ganze Idee in dem ersten Satz. Hier ist ein weiteres Beispiel. Gestern ist auf der Schillerstraße ein Unfall passiert, aber ich habe darüber nicht gelesen. Hier benutzen wir darüber für den ganzen ersten Satz. Man kann mit diesen Adverbien Sätze mit das oder Sätze mit Infinitiv mit zu formulieren. Nächste Woche fliegen wir nach Dubai und ich freue mich sehr darauf. Diesen Satz kann man etwas umformulieren und mit das formulieren. Ich freue mich sehr darauf, dass wir nächste Woche nach Dubai fliegen. Man kann auch einen Infinitivsatz formulieren. Ich freue mich sehr darauf, nächste Woche nach Dubai zu fliegen. Wenn man Da-Wörter benutzen will, es ist sehr wichtig, dass man mit den Präpositionen klarkommt. Besonders die Verben und Adjektiven mit Präpositionen. Es gibt aber auch Präpositionen, die nicht mit da formuliert werden können. Zum Beispiel ohne oder gegenüber oder auch die Genitivpräpositionen. Diese Präpositionen kann man auch mit keinem Pronomen benutzen.
Das ist mein Handy. Ich kann ohne es nichts machen. Dieser Satz ist falsch. Ich würde lieber sagen, das ist mein Handy. Ich kann ohne mein Handy nichts machen. In the next video, we'll be doing some more examples with the da compounds. To practice what you have learned today in this video, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. Danke! Thanks for watching this video. If you like this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Do subscribe to the channel if you still haven't. You can click on the bell to receive notifications whenever a new video is uploaded. You can leave your comments and questions in the comment section below. Tschüss! Auf Wiedersehen!